Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Osnabrück gegen Münster, das Derby als Spitzenspiel. Preußen war nach den ersten vier Spieltagen Tabellenführer. Osnabrück nach den ersten vier Spieltagen ohne Niederlage. Knapp 15.000 Zuschauer an der Bremer Brücke. Stadion praktisch ausverkauft. Anstoß, die ersten Spielsekunden. Ein erstes Foul nach vier Sekunden. Ganz schnell geht es weiter. Und ein erster Abschluss nach 11 Sekunden. Wow, das wär's gewesen. Strammes Ding von Alvarez. In dieser ersten Minute. Toller Derby-Auftakt für Osnabrück, aber dann übernahm Münster die Gäste immer stärker, immer dominanter und sie hatten ihre Chancen wie hier. Klingenburg scheiterte an Nils Körber, dem früheren Münsteraner. Klingenburg mit 4 Toren, bester Schütze an den ersten 4 Spieltagen in der Liga. Münsters Trainer Marco Antwerpen sah seine Mannschaft mit klaren Vorteilen. Eckball, Pfosten. Und es war Trapp, der Osnabrücker, der den Ball da mit dem Kopf erwischte und ans eigene Alu köpfte. Glück gehabt, Osnabrück, in dieser ersten halben Stunde, dass es kein Gegentor gab. Dann kippte es Richtung VfL Uaim auf den starken Alvarez. Alvarez trifft Schnitzler. Kein Tor, Schnitzler hart am Kopf getroffen. Er musste später mit einer Gehirnerschütterung raus. Aber hier stand er noch im Tor bei der folgenden Ecke. Alvarez, Schnitzler lässt prallen und Trapp ist da und staubt ab zum 1:0 in der 40. Minute. Maurice Trapp, Neuzugang aus Chemnitz, eben fast hinten mit dem Eigentor. Und jetzt vorne sein erstes Tor für den VfL. Alvarez bekommt den Assist und Schnitzler ließ abprallen, wie erwähnt. Da hatte er vielleicht schon Probleme. Vielleicht war er noch ein bisschen benebelt von dem harten Treffer ein paar Minütchen zuvor. Dann Freistoß. Alvarez traf gegen die Löwen. Links oben. Alle schauen nach links oben. Und der Frechdachs schießt nach rechts unten zum 2:0 in der 44. Minute. Dolles Ding von Alvarez in die Torwartecke. Schnitzler spekulierte, dachte wohl an das Tor gegen die Löwen, macht den Schritt nach rechts und lässt ihn dann reinflutschen ins Torwarteck auf der linken Seite. Torwartfehler. Wie gesagt, Schnitzler wurde dann ausgewechselt in der Pause. Und das ist Daniel Thun. Das sind Derby-Emotionen. 2:0 zur Pause. Der zweite Durchgang bei Münster. Jetzt Stürmer Dadaschow mit dabei. Können die Preußen zurückkommen? Chance für Menig, aber Nils Körber hielt gut für Osnabrück in der 59. Minute. Und dann wieder die Gastgeber. Uaim und Scherder hat die Hand oben, Hand, Elfmeter und Gelb-Rot für Münsters Innenverteidiger. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein ganz klares Handspiel. Er riss den Arm hoch, aber war das wirklich ein Handspiel? Halb Rücken, halb Hand, für mich ein bisschen mehr Rücken und eigentlich gar nicht pfeifenswert. Wie auch immer, es gab den Elfer und er macht's klar. The Man of the Match, Alvarez, macht das 3:0. Am ersten Tor war er beteiligt. Die beiden anderen erzielte er selber. Osnabrück gewinnt das Derby aufgrund eines überragenden Mittelstürmers. Marcos Alvarez schießt und arbeitet und kämpft den VfL Osnabrück zum Derby-Sieg. Jawohl, vollbracht. Endstand 3:0. Alvarez, wie ist die Partie aus Ihrer Sicht gelaufen? Na gut, ich glaube, das Ganze fängt bei uns in der Kabine an. Wir sehen im Trailer, wie es letzte Saison war, als wir mit hängenden Köpfen hier auch vom Platz runtergegangen sind. Und das hat uns nochmal motiviert. Dann macht Marc Heider eine Ansprache, die uns Gänsehaut bereitet, wo wir übermotiviert sind und auch rauskommen. Ja, läuft vielleicht am Anfang nicht ganz nach Plan, aber wir treffen dann zum 1:0. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Nussknacker. Kommen wir gut ins Spiel. Und ja, ich glaube, der Rest war dann Selbstläufer. Ja, wir waren, glaube ich, in der ersten Halbzeit die wesentlich bessere Mannschaft hier in Osnabrück. Wir müssen definitiv, glaube ich, in Führung gehen. Und dann geht das Spiel halt, glaube ich, in eine ganz andere Richtung. Aber es ist oft so, so kommt es im Fußball. Du dominierst die Partie. Kriegst dann durch eine Standardsituation das 1:0, Standardsituation 2, 2:0, Standardsituation 3, 3:0.
Was soll ich den Jungs zum Vorwurf machen? Wir haben hier ein Riesenspiel gemacht. Genau so war es. Am Ende 3-0 für Osnabrück. Der VfL gewinnt das Derby und zieht zudem noch an Münster vorbei in der Tabelle.